So, jetzt sind wir also in der Hauptzentrale von Nintendo, Chiron. Wohl nicht ganz, ist das die Hauptzentrale? Naja, holen wir uns mal ein paar Infos hier, ne? Ich hoffe, das ist ein Infoschalter. Hallo? Ich habe mir jetzt ein bisschen mehr Info erhofft. Oder hat die jetzt nur geguckt und die Tür aufgemacht? Ja, ein toller Job. Vielleicht auch ein Job, wo ich nur gucken muss und Tür aufmachen. Nee, eigentlich nicht. Ist ja echt langweilig auf Dauer. Oh, Jesus. Fallprotokoll aktualisiert. Hier ist sie, die Quelle all diesen Wahnsinns, was auch immer die Abriegelung verursacht hat, lauert hier. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Oh, das war aber schnell. Ich habe eigentlich mit einem etwas kürzeren Weg gerechnet. Voll energische Tür, so watsch. Aber wir wissen ja nicht, was noch kommt. Das kann noch echt böse enden. Oh. Ich kann nicht scannen. Warum kann ich nicht scannen? Ich dachte, das konnte ich nur nicht in der Dings. Nee, ich kann nichts machen. It really is the fucking phage. Okay. You've been exposed anyway. Keep it together. The phage ist da. Die Krankheit, die alles befällt. Aber wie er schon sagt, wir wurden ja sowieso schon ausgesetzt. Oh weia, oh weia, oh weia. Wenn die nicht sowieso, das kam ja auch schon mal die Theorie auf, dass die Krankheit künstlich erzeugt wurde. Und von wem wird das dann wohl sein? Natürlich von Chiron. Quarantine, Nanofake. Outbreak. No one shall enter or leave this area without written permission of the local health authority. Also totale Abschirmung. Ah, das ist wahrscheinlich auch so ein Phage-Warnzeichen. Ich will ja schon mit dem Kopf so, ich bin noch so ein bisschen im VR drin. Someone out there? Help me, please. Hallo? Oh. What's going on here? Why are you people in capsules? They've locked us in. Those bastards. We're not even sick. Let us out. How do I open the capsules? I think there's a control room nearby. Just follow the light. I'll do what I can. If you can't help me, please. My son is still out there. His father has gone insane, delirious. I'm afraid he might do something to our boy. You can't let that happen. If I can find him, I'll get him out. Thank you. You've always been such a good boy. What did you say? Hä? Du warst schon immer ein guter Junge? Ein Kontrollraum, folge dem Licht. Ja, das wird ja wahrscheinlich hier sein, ne? Ist sie weg? Du warst schon immer ein guter Junge. Warum? Ich nehme an, wir müssen hier weiter. Obwohl, es geht auch sowieso nichts hier. Das heißt, vielleicht dann... Ach nee. Rote Linien, bin ich immer ein bisschen skeptisch, aber... Ich dachte mir schon, dass es gehen wird. What the f... Oh, was? Was geschieht hier? Okay, mehr Warnungen kann man echt nicht kriegen, aber es macht ja nichts, wir müssen weiter.
Was? Oh. Schön, ja. Einwandfrei, herrlich, herrlich, ja, danke. Hier sind doch gar keine Türen. Wer klopft denn da dann so? Oh, oh, das ist doch eine Falle, oder? I want this entire floor purged. Sir, some of the patients are still symptom free. For now, we need to cut our losses. I'm not losing all my subjects out of some misguided sense of empathy. Ja, hm. Empathie und so hilft ja keinem, ne? Okay, also alles verbrennen. Ah. Lynn Swanson, unemployed. Bin am Ende mal gespannt, wie viel wir gefunden haben. Und hier ist schon wieder dieser Ton. Heißt das hoch? Ich glaube, er lädt gerade. Heißt das, das Vieh kommt gleich wieder? Warum haben die überall so kreuz und quer hier Monitore verbaut? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ach du Heilige, ich hab's doch gewusst. Na, großartig. Brauchen wir eigentlich mal wieder Synchrosine? Ja, ne? Synchrosine injected. Strain level decreased. Wie läuft denn der jetzt? Ja, guck mal, da hinten, das können wir aber hochklappen. Warten wir es noch einmal, bis er hier vorbeilatscht. Ich glaube, der geht hier im Kreis. Kommt er? Ja, alles klar. Na gut. Oh. Hier kommt er gar nicht hin, oder? Ich hoffe, das war's, ey. Ich höre schon wieder was. Ich warte. Nicht mehr. Fuck. Uiuiui. Zum Glück sind überall diese Versorgungsschächte. Ih, was war das denn? Ich habe keinen Plan, wo wir hin müssen, ne, Leute? Also, ich laufe hier absolut blind durch die Gegend. Und hoffe nur irgendwie, dass einem diese Dinger hier ein bisschen guiden. Oh. Ich habe nur gehört, dass wieder Schritte auf uns zukamen.
Oh, man kann sogar ein bisschen schneller gehen, wenn man in der Hocke ist. Ich höre gerade nichts. Ich höre was. Links von uns. Ah, aha, aha, aha. Okay, ich habe keinen Schimmer, wo wir lang müssen. Das ist ein ziemlich großer Raum. Ich würde sagen, wir bleiben hier gleich rechts an der Wand, oder? Ich sehe zumindest nicht, dass es jetzt... Hä? Von links? Wieso von links? Hä? Wo ist denn der andere? Jetzt muss ich doch mal gucken. Da ist der andere. Kann man sich hier irgendwo nochmal verstecken? Also, geht das dann? Oh, lass den nicht hier lang kommen. Die glitschen, Kacke! Oh, 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 oh. Warum glitschen die? Das deutet auch wieder darauf hin, dass wir in gar keiner realen Welt sind hier. Niemand glitscht in der realen Welt. Oh. Okay, 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 okay. Mach die Luke dicht. Danke. Wir können immer noch nicht scannen. Oh, 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 oh. Ich dreh mich nicht um, ich dreh mich nicht um. I don't turn around. Oh, oh, oh. Nein, bleib offen. Bleib auf jeden Fall offen. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Was war das? Kommen jetzt diese Tentakel wieder? Alien Isolation Wipes, ja. Oh Gott, ich bin immer noch im Laufmodus. Ich traue der Musik nicht. Aber guck mal, hier ist alles organisch. Hier mischen sich auf einmal Kabel mit organischen Komponenten. Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Hier, scheiße.
Vielleicht ist das ja die Nano-Fake und die hat sich einfach zu einem selbstständigen Organismus entwickelt. Ist mir egal, ich renne jetzt erstmal. Oh oh. Geh auf, verdammt! Geh doch auf! Oder bleib zu. Oder haben wir die Nano-Fake und das sind so Wahnvorstellungen? Must have been a misunderstanding. I was told you decided not to undergo the augmentation procedure. Yes. Just to be clear, you do realize that that drastically decreases your chances of recovery? I made my decision. Thank you. Honey, I'm proud of you. You can do this. I mean, I'll be there for you. You owe me this much. Promise me you'll take care of him. Whatever it takes. That night you were in my army, after you left, Mom was very sad. I asked her what was wrong, and she said the doctors could cure her, but she wasn't sure if she wanted them to. It's not that simple. What the doctors wanted to do, there was a heavy price to be paid. She wouldn't be herself. She wouldn't be your mom anymore. That's not what I'm asking. I want to know, did Mom decide for herself? Did she really want this? Of course she did. Your mother believed she was strong enough to beat this thing on her own. I did too. But she wasn't. I just wanted her to be all right. Why didn't you save her? Should have been you. Kann ich irgendwas? Nein, ich kann nichts machen. Oh. Jesus, there's barely anything left of him. Can he hear us? Yes, but he's very weak. Please make this brief. Dad, it's pretty bad. They need to replace a few parts. Fucking hypocrite, and you don't even see it. I thought I was right. I didn't know any better. You stood on principle when it was her life on the line. But when it comes to saving yourself, you're pragmatic all of a sudden? I
I made a promise to her. No, you don't get to use her as an excuse. Not after what happened. What did you want me to do? Kill her? That's what you made her do. Monster that killed my mom. We made it. I finally understand. Okay, das ist krass. Wir sind das Monster. Wir sind das Monster. Unsere Frau ist gestorben, weil sie wegen uns den Eingriff, oder auch wegen sich selber, aber auch wegen uns, den Eingriff abgelehnt hat. Dann hat uns unser Sohn, glaube ich, geschubst, ne, wenn ich das richtig sehe, weil er der Ansicht war, Dan hätte sterben sollen und nicht die Mutter. Und dann haben die Ärzte einfach komplett Dan ausgetauscht. Und dann war der Sohn wieder sauer. Sehe ich das richtig? Ich glaube ja. Weil er glaubt, sein Vater hätte sich dafür entschieden. Räudige Scheiße, sagte Gerunda. Kann ich dir vertrauen? Ist eigentlich eine gute Frage, ne? Nachdem er uns ja mehr oder weniger schon den Tod der Mutter vorgeworfen hat. Ich finde, mit dem Sohn sollte man besser über Vertrauen sprechen als über Alternativen jetzt gerade. Either way, since tonight, I'm growing weaker by the second. Soon, I won't be able to maintain a connection. Aber krass gemacht, oder? Okay, ich würde sagen, wir verbinden uns mit ihm. Als Vater zu Sohn
Das machen wir. Apartment 104, jetzt mit unserem... Iteration? Then what are you? Madam. Which one? The only one left. Killed him. The real Adam. The real Adam? He killed dozens. Iteration after iteration, laid to waste in pursuit of his grand design. Why should one more make a difference? You're fucking unreal. He was my son. I am your son. So what if he had the real body? You're clinging to a version of me that hated you. As if that was all that made him. Me. Your son. Okay, Adam hat sich anscheinend öfters mal irgendwie in die Cloud kopiert und das dann auch wieder gelöscht und deswegen hat er sich immer wieder getötet und jetzt dachte... sein letztes digitales Ich, dann macht es auch keinen Unterschied, wenn ich den biologischen Adam umbringe, weil es einfach nur ein Adam auf der Liste mehr ist. Why? Why did you kill him? I have no choice. Kill or be killed. The virus. Adam set it loose. He figured out how dangerous you are. Maybe he realized he had succeeded. He created the superior version of himself, and it terrified him. Okay. Besser? The splicer was breathing down my neck. You sent him. Appreciate it. He was never supposed to go after you, but the drugs and the paranoia took over. After that, he went full on feral. The mind is not a toy. Ironic. Du hast all diese Menschen umgebracht. Why did the others have to die? I couldn't let any word of this reach Kyle. They would stop at nothing to track me down. Way to cover your ass. Think of me what you did. But you know the corporation. They would claim this gift for themselves. I want to share it with the world. I regret what I had to do. But it was necessary evil. Nochmal das besser? Eine bessere Version, glaube ich, war das, ne? So what the hell makes you better? He was driven by hatred. Obsessed with the idea of not becoming you. He never came to understand. But I did. Just help me out, man. You're losing me. We're all freaks of nature, Dad. Your choices, your mistakes. They were all unavoidable. You can't blame us for what we are. Beenden wir das. Was heißt denn das jetzt? I'm tired. Ah. Let's get this over with. Very well. If you think you're ready to make your choice. Will you let your son die? Or will you save him? Ich würde sagen, wir nehmen Adam an aus mehreren Gründen oder beziehungsweise zwei Gründe, die mir spontan einfallen. Erstens ist es wirklich die letzte Kopie unseres Sohnes. Die Kopie, warte mal, ich mach mal wieder die... Hallo, Cam. Es ist zwar nur eine Kopie und der richtige Adam aus Fleisch und Blut ist tot, von seiner Kopie umgebracht worden. Ja, aber trotzdem ist es halt die letzte Kopie des Sohnes, mit allen Erinnerungen und so wahrscheinlich. Nur hat sich ab dem Zeitpunkt der Trennung anders entwickelt. Aber der andere Grund ist eigentlich, der Virus wird ihn zwar platt machen, aber man weiß ja nicht, was hier unser Digital Adam da im Netz noch alles anstellen kann, bis der Virus ihn erreicht. Wenn wir den jetzt aber in unseren Körper laden, wo wir eben gehört haben, Observer sind vom Netz komplett getrennt,
dann ist Adam auch isoliert für den Rest der Welt. Ist nur die Frage, ob er unseren Körper übernehmen kann, aber da müssen wir vielleicht ein bisschen auf Dan vertrauen. Deswegen, also ich sehe bei Adams Zurückweisen, sehe ich eigentlich so die negativen Gründe, also Sachen. RoboZerker, 123, moin, guten Abend. Bei Adam Zurückweisen sind sich die negativen Sachen, wie zum Beispiel, was ich gerade sagte, er könnte im Netz sich noch weitere Kopien erstellen oder so. Ich meine, der ist eine AI jetzt in dem Sinne, ne? Der überlegt sich schnell was, will ich damit sagen. Ansonsten, also isolieren in uns finde ich am besten. Mit der Hoffnung allerdings, dass Dan ihn unter Kontrolle halten kann. Er sagt ja, das Bewusstsein wird verschmelzen. Wir nehmen Adam an. I can't believe there isn't a part of Adam left. He is part of you. That's true. I won't let you die. I make my promise and I intend to keep my word. Thank you. Na, ob das gut war, ich weiß es nicht, aber das andere hätte auch nicht gut sein müssen. The town has now been lifted. Thank you for your cooperation. Hey, you. Look down. I know, Janus. It's been taken care of. Called your people. Should be here in a minute. Thank you. I'll take over from here. You can get back to your post. Okay. Er ist nicht der, der er vorgibt zu sein. Janus, helfen Sie mir. Lassen Sie ihn nicht entkommen. Ah, jetzt können wir Janus sagen, dass er sich um Adam kümmern soll. Wie kriegen wir Janus denn dazu, zu helfen? Was meint er? Helfen Sie mir? Er ist nicht der, der vorgibt zu sein. Ich würde direkt sagen, lassen Sie ihn nicht entkommen, oder? Oder helfen Sie mir, um die Aufmerksamkeit zu erregen? Das, ich weiß nicht, das ist zu verwirrend, wenn er auf jemand von jemand anderem spricht. Und lassen Sie ihn nicht entkommen? Ich glaube, helfen Sie mir, ist die Aussage. Hab den Anfang nicht mitbekommen. Ja, leider. Vom Spiel meinst du jetzt oder jetzt von der Entscheidung? Also im Prinzip haben wir ja eben, das hast du ja auch gesehen, unseren Sohn aus dem Netz aufgenommen, unseren biomechanischen Körper, und der darf jetzt eigentlich nicht abhauen vom Spiel. Ach so, wenn du das davor auch sehen willst, ich lade das auch noch auf YouTube hoch, also ist schon da. 9 Folgen seit einer Stunde 20 Minuten sind da. Kannst du nachholen, wenn du magst. Ich lade das Ganze als LP nochmal hoch. Auf jeden Fall, jetzt ist die Entscheidung, wir haben die digitale Version unseres verrückten Sohnes in uns und wollen Janus jetzt dazu kriegen, dass er uns hilft. Beziehungsweise ihn und uns stoppt. Also er ist nicht der, der er vorgibt zu sein. Wenn das jemand zu mir sagen würde, würde ich sagen, what? Was? Wer? Was? So, das sind so viele Fragen. Irgendwie, lassen Sie ihn nicht entkommen. Das ist auch irgendwie, das ist zu... Einmal zu direkt, oder? Janus, helfen Sie mir. Lassen Sie ihn nicht entkommen. Oder Janus hilft uns rauszukommen. Lassen Sie ihn nicht entkommen, klingt auf jeden Fall krasser, als er ist nicht der, der vorgibt zu sein. Komm, ich probiere das. Yeah. Just a slight glitch. You'll take care of it. Nein. Little ones. Worst. Always spell trouble. Don't I know it? Oh, toll. Nein.
sun will come up soon. We'll get to see it together again. No worries. We'll get used to this. We have all the time. Wir konnten gar nichts sagen. Adam hat's geblockt. Tada! Wir haben Observer durch. Krasse Sache. Krasse Sache. Wie fandet ihr's? Also ich fand, es war total abgedreht, aber auch irgendwie cool, die Ideen, die da drin steckten. Und wie gesagt, das habe ich ja schon ganz am Anfang gesagt, das erinnert mich ein bisschen an Soma. So, weil Soma hatte auch irgendwie so eine ziemlich durchgeknallte Story. Eigentlich noch durchgeknallter, aber auch logisch. So vom Ablauf her. Das war ja mehr so ein bisschen so durcheinander und so. Wo sich am Ende alles auflöst erst und nicht mittendrin. Ich hatte ja 3 oder 4 verschiedene Theorien, hatte ich ja. Ja, ah, guck mal, Rutger Hauer hat sogar richtig Voice Actor gemacht und so. Cool. Aber trotzdem richtig cooles Spiel. Und ich bin froh, dass ich es jetzt mal gespielt habe, nachdem es lange auf meiner Platte lag. Ja, nice. Nice, nice, nice. Wir können gleich nochmal gucken, ob wir alle Sammelkarten gefunden haben, ne? Man konnte ja diese Sammelkarten überall noch suchen. Oder besser gesagt finden. Gesucht haben wir sie nie wirklich. Ich muss mal einmal gucken, ob ich mal... Ach, kennt ihr das, wenn ihr so das Gefühl habt, ihr müsstet mal mit der Schulter knacken? Oh. Ich weiß nicht, ob wir alle haben. Ich müsste auch noch so viel spielen. Das ist schlimm, oder? Was sich da so ansammelt im Laufe der Zeit. Das ist richtig, richtig schlimm. Die Mucke übrigens klingt ein bisschen wie Blade Runner, oder? Oh, nichts mehr zu trinken. Bisschen Blade Runner-Style. Puh. So, wir lassen die Credits natürlich noch eben durchlaufen. Damit man auch sieht, wer an diesem wundervollen Spiel mitgearbeitet hat. Es war vom Bloober-Team, den Machern auch von Layers of Fear. Und wir haben ja auch ein Layers of Fear-Poster im Spiel entdeckt. Fand ich auch sehr geil. Tattoo Arts bei Piotr Daddy Dedel. Ah, da kommen noch ein paar Links. Und das war Observer. Sehr gut gemacht. Sehr krank. Total durch. Von der Story her, ja. Von der Story her war es jetzt eigentlich nicht so viel. Ich habe noch 476 Games auf Steam, die ich noch nicht gespielt habe, zumindest laut SteamDB. Mein Beileid, Junge, mein Beileid. Das ist der Pile of Shame, der wächst auch mit jedem Jahr, ne? Die Story, ja, sind wir, also mir kam es so vor, die Story ist eigentlich erst, wird die am Ende einmal komplett aufgelöst. Davor bist du halt die ganze Zeit nur so, what the fuck, was geht hier, was... Was passiert hier? Jeder Sale, ja. Ja. Nicht so viel wie bei dir, aber auch schon 460 oder so. Also die Story wird am Ende aufgelöst. Aber so mittendrin hast du eigentlich, glaube ich, keine Chance gehabt, da mal irgendwie reinzukommen. Aber trotzdem, von den Ideen her, einfach, ich meine, das muss man sich ja, da muss man erstmal drauf kommen. Dieser Fernseher an dem Kabel wie so ein Ballon und dann lacht der wie ein Baby und du darfst nicht zu weit weg und musst ihn immer einstöpseln oder dieses Sammelsurium von Waisenkindern, die aber nur diese Fernseher mit den Mündern als Kopf haben und so. Krank. Total krank. Bitte was? Bitte was? Wir haben 40 Karten nicht gefunden. Müssen wir nochmal spielen. Da fehlen wohl noch welche, aber... Bitte was? 69 Karten hier. Rutger Hauer, ne, bekannt aus Film und Fernsehen. Und alle haben die Nanophage, wie man hier sieht. Steht darüber ready for disposal, ne? Zum Entsorgen bereit. Okay, dass wir 40 Karten übersehen haben, das ist krass. Beziehungsweise, ich wüsste auch spontan gar nicht, wo noch 40 Karten liegen sollten.
Naja. Boah, ah, krass. Okay, dann sind wir jetzt hier raus. Auch auf YouTube ist das LP jetzt beendet. Ich hoffe, es hat euch auch da gefallen. Und Decisions, verschiedene Pfade, das kann sein. Wobei es mir jetzt beim ersten Mal durchspielen sehr linear vorkam. Vielleicht konntest du eigentlich gar nicht finden. Hm, ja, oder man hat wirklich nicht genug nachgeguckt. Wie zum Beispiel am Schluss, wo wir vor dem Vieh abgehauen sind. Abgehauen. Alter, ich brauche noch was zu trinken. So, was machen wir denn gleich? Also auf YouTube ist jetzt erstmal Schluss, ne? Danke fürs Einschalten und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da oder einen Daumen nach oben auf allen Folgen rückwirkend, zumindest von Observer. Ihr habt es ja geguckt oder habt es vielleicht schon getan. Wenn ja, dann danke. Und wir switchen jetzt hier auf Twitch noch woanders hin und das überlegen wir uns jetzt. Aber auf YouTube macht es gut. Bye, bye.